Das katholische München ist in Aufruhr. In der Landeshauptstadt werden Kirchenwände mit Psalmen besprüht und ein Unbekannter in Lucifer-Maske klagt in Internetbotschaften das Lotterleben einiger Pfarrer an. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Spreu, der die Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Die Lage verschärft sich, als nach der Firmung von Sanctus Tochter Martina Abt Philipp tot in der Sakristei erschlagen aufgefunden wird. Neben dem Toten entdeckt der Sanctus seinen Freund Graffiti, der in der blutverschmierten Hand eine Karte mit dem Abbild Lucifers hält. Hat der Sanctus den Mörder bereits gefunden?